So sieht eine Tür vom Nahe aus. Gar nichts. Rein zum Boss. Ist schon spannend aufgebaut und jetzt geht es los. Da ist doch eine Kiste, die wir natürlich verwenden werden. Oh mein Gott, jetzt wird das uns angreifen. Hilfe. Wir haben Bomben halten. Okay, na gut, wir müssen hier Bomben platzieren. Eine Bombe. Und jetzt kommen wir rein. Hm, scheint leer zu sein. So. Jetzt zertrampeln wir dich, Link. Wir zertrampeln dich. Ja, ja, ja. Invernosaurus King Dodongos. Dodongos. König Dodongos. Au! Alter! Ich hab schon verloren mit meinen kein Herzen verlieren, ne? Hilfe! Der ist schon ein bisschen kniffliger als der andere. Der erste. Was macht er denn jetzt? Hallo? Ich will dem folgen. Es scheint so, als müssten wir erstmal hier auf die richtige Seite. Mach auf! Mach auf, mach auf! Naja, er weiß, was er tut. Schluck die Bombe und stirb. So, aua! Naja, man merkt schon, er ist ein bisschen kniffliger als der erste und auch ein bisschen schwerer zu machen. Finde ich auch gut so. Los, los, mach das Maul auf. Los, los, los. Oh! Da sieht man immer wieder die Bombe. Oh, oh. Ach Mist, was ist denn heute los mit mir? Normalerweise ist auch ein Klacks. Der ist doch eigentlich viel einfacher. Zu früh gelegt. Ach Mann, ey. Das muss am Emulator liegen, ey. Dass ich hier nicht mit normalen Controller spiele oder so. Ja gut, mit einem Controller spiele ich schon, aber mit so einem. Aber nicht so ein Nintendo-Gerät. Ja, falsche Richtung, blöd Mann. Ja, wir treffen uns bei der anderen Seite, ne? Aber jetzt setze ich nur noch eine Bombe, wenn das Maul sich öffnet. Geht doch. Warum immer so schwer? Ja, so kann man ihn leicht ausweichen. Naja, ein ganz netter Boss. Auf jeden Fall ist er ganz nett. Haben wir ihn. Jetzt können wir ihn platt machen. Oh, wir haben ihn immer noch nicht. Na sowas. Müssen wir nochmal besiegen. Naja, einmal können wir es noch leisten. Dann haben wir ihn aber hoffentlich. Mach dein Maul auf und stirb. Der finale Stich hoffentlich. Und wir haben es geschafft. Jawohl, er ist tot. Ja, deine letzten Worte. Alkohol am Steuer, das geht erstmal gar nicht hier. Haben wir dich tot gemacht. Das tut mir aber leid. Wir haben ihn besiegt. Und er starb einen wirklich sehr guten Tod. Und hat die Lava irgendwie erloschen. Was merkwürdig ist. Aber dafür kriegen wir einen schönen Herzcontainer.
Die Energieleiste erweitert sich um ein Herz. Deine Energie wird aufgefüllt. Wunderbar. Raus aus dieser blöden Höhle. Und rein ins Abenteuer. Ich bin es, Daurunia. Du hast deine Prüfung bestanden. Dank deiner Hilfe können wir nun wieder die schmackhaften Steine aus der Höhle verspeisen. Welch aufregendes Abenteuer. Es liefert Stoff für eine Legende. Noch immer kann ich es nicht glauben, dass die Dodongos, die wir für ausgestorben hielten, in so einer großen Anzahl zurückkehrten. Und der Fels, der den Eingang in der Höhle versperrte, für all dies war Ganondorf, der Gerudo-König, verantwortlich. Er sprach, gebt mir den heiligen Stein und ich werde eure Höhle wieder öffnen. Du hast dein Leben für uns riskiert. Ich mag dich, Kleiner. Was hältst du davon, wenn du und ich Blutsbrüder werden? Keine Angst, keine große Feier. Nimm dies als Zeichen meiner Freundschaft an dich. Daurunia ist fett. Das hat jetzt gar nicht gepasst, aber egal. Wir haben den roten Stein erhalten. Der Goronen-Opal. Von den Goronen wurde dir dieser heilige Stein des Feuers übergeben. Übergeben. Eine große Ehre, Blutsbrüderschaft mit einem Goronen zu schließen. Du besitzt nun zwei heilige Steine. Sucht nach dem dritten. Okay. Oh, er guckt so glücklich. Bruder, du sollst stets daran denken, deine Kräfte zu erhöhen. Die Fee auf dem Gipfel des Todesberges hilft dir dabei. Die Freunde lasst uns unseren Bruder verabschieden. Meine Hochachtung. Lass mich dich in die Arme schließen, Bruder. Der Arme. Tut mir schon leid. Und plötzlich sind sie weg. Und nur einer ist da. Merkwürdig. Naja, wir gehen aber zur großen Fee. Da wir jetzt die Bomben haben, kommen wir jetzt hier rauf. Was sehr nützlich ist. Mann, Link schafft alles. Blutsbruder zu werden, obwohl er gar nicht redet. So. Schon wieder ein paar Rubine, Mann. Ich will keine Rubine. Davon habe ich genug. Ach, verdammt. Jetzt haben wir es aber, ne? Und jetzt. Ach, verdammt. Und jetzt. Haben wir es doch. Und nicht schon wieder so ein Rubin. Nee, den nicht. Noch verdammt. Na, was soll noch schief gehen? Soll jetzt noch ein riesiger Vulkan aus... Soll noch dieser riesige Vulkan jetzt ausbrechen, oder was? Oh, ein Loch. Eine Kuh... Nee, ich sammle den nicht auf. Ich hab das Essen weggenommen. Warum diese Kuh da ist, kann ich euch mal später erzählen. Also, na gut, ich erzähl's jetzt. Später kriegst du ja... Kannst du Milch von denen kriegen, indem du ein Lied abspielst, das ich noch nicht verraten werde. So. Wie viele Rubine haben wir schon eingesammelt, obwohl wir schon unser Inventar voll haben? Naja, was soll's. Solange der Vulkan nicht ausbricht, ist alles in Ordnung.